Willkommen bei Casa del Vino zum Auftakt der Bordeaux Primeur Kampagne. Es ist Frühling, wie jedes Jahr wären wir natürlich auf Bordeaux gereist und hätten die neuen Weine probiert. Ist wegen der Pandemie aber nicht gegangen und wir haben das Privileg gehabt, bis 70 Weine können hier vor Ort können zu degustieren und zum Eindruck bekommen von dem 2020. Wie ist der einzuordnen? Es ist kurz gesagt, der dritte schöne Jahrgang in Folge nach 18-19 hat aber sicher Herausforderungen gehabt im Klimaverlauf. Mehr wie die anderen beiden Jahre, insbesondere mit starken Regenfällen im Frühling, wo Meldaudruck enorm gemacht haben und entsprechend Ernteverlust gegeben hat. Also es ist auch der kleinste Jahrgang von den Mengen her, einerseits wegen dem, aber auch dann von der Trockenperiode, die gekommen ist bis Mitte September, wo sehr wenig Saftausbeute gegeben hat. Und dann hat es noch eine Periode gegeben mit Regen, ab Mitte September, wo natürlich die Ernte ein bisschen beeinträchtigt hat, insbesondere bei der Cabernet Sauvignon. Fazit, wir haben wunderbar ausgereifte Merlot-Wein und bei der Cabernet dort ist natürlich das Können von der Winzer im Mittelpunkt gestanden, aber auch die Qualität des Terroirs, die in diesem Jahr sicher mehr zum Ausdruck kommt. Ich habe Ihnen 5 Weine, die ich gerne empfehlen möchte. Es sind eigentlich allesamt Klassiker in verschiedenen Preisbereichen. Der erste Wein, der uns wirklich sehr gefallen hat, unter 30 Franken, das ist Chateau Beausite, ein Saint-Estèphe, der mit sehr viel Fingerspitzengefühl vinifiziert worden ist. Von der Extraktion her, von der Tanninstruktur her, sehr dezent, fein, gut gemacht und ein schöner, fast Alltagsbordeaux, kann man sagen. Wie auch der Chateau Larocque. Der ist mit 99% Merlot wirklich der Star unter den Saint-Emilion oder unter den grossen Merlot wie in diesem Preisbereich, also von der Grand Cru Classe. Recht üppig, opulent, aber auch doch harmonisch mit einer Frische, die nicht immer war in diesen Wein. Und die Harmonie stimmt. Und es ist echt ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, das wir im Chateau Larocque finden. Dann aus dem Médoc 2 Klassiker, die viele von Ihnen kennen. Aber ich habe gesagt, Terroir-Wein, also das Terroir hat wirklich eine grosse Rolle gespielt bei der Qualität und bei der Vinifikation. Und mit dem Chateau Brancantenac haben wir ein wunderbares Beispiel von einem eleganten Margaux aus der Region Margaux auf diesen Kiesbank. Die besten Lagen sind auf der Kiesbank, haben die beste Drainage. Und so ist der Wasserhaushalt auch viel ausgeglichener. Und eben gerade in Regenperioden entsprechend sind die Trauben können viel besser ausreifen. Findet man im Chateau Brancantenac in perfekter Harmonie. Léoville-Barton, Saint-Julien, auch ein Klassiker. Einmal mehr zu einem vernünftigen Preis im gesamten Rahmen rausgekommen. Kann ich sehr empfehlen. Auch dort, das Terroir hat eine grosse Rolle gespielt. Es hat ein bisschen mehr Merlot drin, wie üblich im Sortensatz. Aber ist wunderbar ausgewogen. Gute Extraktion, gutes Tannin, seidig und doch mit einem Potenzial noch für ein paar Jahre und der wird also sicher ab 2030 Freude machen. So auch für die wirklich speziellen Momente ab 2030 Chateau Canon, Saint-Emilion, auch Merlot basiert, aber nicht überextrahiert, überhaupt nicht, extreme Finesse, wunderbar ausgewogen. Auch dort, das ist ein fantastisches Terroir, wo Chateau Canon liegt und das kommt bei diesem Wein wirklich zum Ausdruck und ist wirklich fantastisch, kann ich es nur so sagen. Ja, und jetzt die Frage, soll man en primeur kaufen, ja oder nein? Also bei uns werden Sie nur Wein finden, wo wir qualitativ überzeugt sind davon. Das sind auch nur die wir kaufen, wo wir Mengen sichern wollen.
wie auch Sie als Kunde allenfalls, weil es gibt Weine, die werden schnell weg sein und es sind wenig verfügbare Mengen nur teilweise. Oder dort, wo wir eine Preisentwicklung erwarten, die positiv ist. Das sind eigentlich die Argumente, die für einen Primärkauf sprechen. Lassen Sie sich inspirieren, informieren Sie sich. Wenn Sie Fragen haben, können Sie bei unserem Kundendienst anrufen. Das ist kein Problem, wir sind gerne für Sie da. Oder im Laden in Bierhardt vor Ort können Sie sich auch informieren oder beraten lassen. Das würde uns freuen. Machen Sie es gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund.